Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Team Mesia. Hat ja gesagt, wir machen hier die Hermes-Festung weiter beim letzten Mal. Und da gehen wir jetzt auch weiter. Hier ist der Bogenschütze, genau. Hoho. Stirb! Mann. Bin mir in der letzten Folge schon 10-mal runtergefallen. Ach nö! Du blöder Sack, ey. Ist der scheiß Bogenschütze da oben. Kommen wir nicht durch? Oh, da ist aber ein Beacon. Und ich glaube, ein bisschen auf Leben gehen ist keine schlechte Idee. Oh, wieder die geile Musik. Ich habe in der letzten Folge schon gesagt, das gefällt mir sehr gut. Da bist du, du blöder Sack. Ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass sie vielleicht im ersten Level ihr ganzes Pulver verschossen haben mit der Verschachtelung der Level und deswegen wurde das hier dann alles ein bisschen schlauchartiger. Es gibt natürlich auch eine Möglichkeit, dass sie das gar nicht extra gemacht haben, dass es einfacher wird, sondern es einfach nicht nochmal hinbekommen haben, so ein verschachteltes Level zu machen. Das könnte natürlich auch sein. Aber man weiß ja auch nie, in welcher Reihenfolge das alles gemacht wurde. Und das wird ja manchmal auch von verschiedenen Designern gemacht. Also ich will mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber man merkt es schon extrem, dass die Level nach diesem Bäumemeer viel besser sind. Das ist auch meine subjektive Meinung. Ne? Vielleicht finden die andere Leute auch das Bäumemeer viel besser. Keine Ahnung. Oh ja, ein Doppelschwert. Alles klar. Ja, wenn du später am Start bist, dann wechseln wir auf Benjo. Der Run ist ja für dich, den hast du dir ja gewünscht, da würde ich auch warten.
Aber ich wollte. Oh, eine Leiter. Ich wollte sowieso fragen, ob du da noch alles weißt. Weil die ersten Level weiß ich alles, aber die letzten zwei Level, also dieses mit diesem giftigen Wasser, weiß ich erstmal wieder nicht, wie ich das aufmache, wo ich da hin muss. Und in dem Level weiß ich auch nicht mehr so viel. Das habe ich nur einmal mit euch zusammen gespielt. Und diese vier Jahreszeiten, das werde ich auch definitiv nicht wieder auf 100% machen. Da werde ich bestimmt auch Hilfe brauchen. Ah ja, genau, diese eine Leiter noch. Ist die Frage, ob du da noch alles weißt. Ich denke mal, ich werde auch in den ersten vier Leveln oder fünf Leveln 100 no Noten holen. Und so gut wie alle Puzzleteile, damit ich bei den letzten Leveln ein bisschen schludern kann. Und beim Quiz von Grundhilde brauche ich auf jeden Fall nochmal Hilfe. Das war ja so lucky, da ich das beim ersten Mal durchspielen einfach so geschafft habe. Haben wir denn hier hin? So einiges weiß ich schon noch. Okay, alles klar, das reicht ja schon. Das reicht ja schon. Dann weißt du da ja definitiv mehr als ich. Gehen wir mal eben den anderen Weg, da war noch mal eine Leiter. Oder war hier nicht eine Leiter? Ja, hier war eine Leiter. Noch eine Leiter. Noch eine Leiter. Ey, jetzt wird es schon wieder hier kompliziert. Ohne Leiter runter. Wo bin ich hier? Ich glaube sogar, ich war hier schon, oder? Oh Gott, jetzt wird es wieder schwierig. Ne, hier war ich noch nicht. Bitte nicht immer 10 verschiedene Wege. Thank you.
wundere mich ein bisschen, wo alle sind da. Okay, eine Sackgasse. Das ist ja tatsächlich gut. Hier war auch noch mal eine Treppe hoch, ne? Gehe ich auch noch mal lang. Amarelli, merkt man eigentlich stark, dass es bei mir halt oder geht's? Okay, bin ich wieder hier. Okay, perfekt, perfekt, perfekt. Perfekt, perfekt. Leiter abgeschlossen. Ich bin gerade ein bisschen am Umbauen. Weil ich mir noch ein bisschen, aber ich finde es geht. Okay. Ich baue nämlich ein Heimstudio hier noch daneben. Deswegen ist hier jetzt alles relativ leer. Ja, zwei Wege. Ah, doch nicht zwei Wege. Also, das gefällt mir viel besser. Es ist weniger Metroidvania, sondern mehr schlauchartig. Und biegen. Na geil. Und jetzt hier hin? Erstmal den Beacon nehmen. Oh Gott, da wäre ich fast reingerannt. Das sah doch aus wie ein Boss. Und ich habe nicht genug Seelen für ein Level. Das heißt, erstmal noch mal ein bisschen farmen fürs Level. Und hier geht es nicht weiter. Ah, dann werde ich kurz noch mal ein bisschen farmen, Level machen, dann geht's ab in den Boss. Geil! Jede Folge im Boss. Die Level sind auch nicht zu groß, das gefällt mir auch gut. Also, das letzte Level war nicht so riesig, das hier ist nicht so riesig, das ist gut. Danke für den Lurk, Cookie. Noch ein bisschen leveln. Oh ja, drei Stück auf einmal. Scheiße, stimmt ja. Ich muss viel öfter diese Seuchenwaffe oder was das ist da benutzen. Die ist ja übel stark. 6K, ich glaube ein bisschen brauche ich noch, ne? Ein bisschen brauche ich noch. Ah, egal. Dann aktualisiere ich nochmal. Hallo Tatja! Hast du gesehen, der YouTube-Bot hat funktioniert. Den Twitch-Bot, da habe ich eine Kleinigkeit vergessen. Der sollte aber ab morgen dann funktionieren.
Wie geht's dir, Tatja? Hast du gesehen? Ein Level? Oh, noch 800. Aber habe ich eigentlich Items? Ich habe mir noch gar nicht angeguckt, ob ich irgendwelche Gegenstände habe, die ich vielleicht allgemein, die ich verbrauchen kann, damit ich Seelen bekomme. Oh. Anwenden. Ich habe 73 Erinnerungssplitter. Dreizehntausend. Ist trotzdem nur ein Level. Das ist schlecht. Jetzt brauche ich noch 1400. Aber vielleicht habe ich ja noch welche Level 2. Vergessen Feder. Da. Anwenden. 6900. Okay, ein bisschen fehlt noch. Das kann ich noch schnell farmen. Danke für your Lurk Money. Sonst gut, danke dir euch. Mir geht's sehr gut. Auch an dich ist halt hier ein bisschen, weil ich meinen Streamingraum ein bisschen umbaue. Hier kommt noch ein Heimstudio rein, also ein sowas wie ein kleines Fitnessstudio. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr der Fall. So, 7,5, da sollte ich da jetzt genug haben, oder? Hoffe ich. Und dann können wir noch den Boss machen. Ah, oh, 300 noch. So, genug. Rein in den Boss. Boah, noch ein Level hier. Ich muss den ja fast schon nehmen. Was? Noch ein Level kann ich machen? Alter Schwede, der ist auf Max-Level. Ich muss den nehmen. Waffenmeister. Ich muss den gefühlt nehmen. Bogen. Bogen eigentlich auch cool. Von hinten angreifen. Ich muss den nehmen. Tränke.
Machen wir hier noch. Ich habe keine Ahnung, was hier nochmal rein kann. Lang 70%, großer Schaden. Ach komm, nehmen wir. Und rein in den Boss. Rein in die Olga. Da alles sieht cool aus. Das niemals. Der haut gut Schaden rein. Safe zweite Form. Safe. Sag ich ja. Hä? Aua. Ah, fuck. Na Mann, ich wollte ausweichen. Ich hatte sogar eine dritte Form. Ne, das war's. Wag. Wieder First Try. Heute kein Raf, doch vielleicht. Wissen wir noch nicht. Müssen wir gucken. Als ich um 12 im Raf war, war niemand da. Ja, das war schon der Boss. Ich werde richtig gut in den Bossen, ne? Aber der erste war auch halt ekelhaft. Der erste war richtig ekelhaft. Ja, das war's. Geil. Ab in den Nexus. Hermes Festung. Ich muss meine letzte Erinnerung eintauschen. Nee. Nee. Was? Erinnerung eintauschen? Okay, ich mach das mal und guck, was es ist.
Green Tea Riser. Yes, da hast du richtig gelesen. Ocean of Memories. Das sieht doch hier direkt nach einem Boss aus. Das ist ja halt direkt wieder ein Boss. Nein! Will ich nicht. Ich will erstmal leveln. Habe ich 600? Zufälligerweise. Vergessene Feder. Nein. Komme ich hier weg? Beenden. Ja, weg hier. Speedrun? Nee, kein professioneller Speedrun. Ozean der Erinnerung. 1 von 3. Was gibt's denn hier noch? Bezwinge Urt. Finde Beweise für den Staatsstreich. Ey, diese Nebenquests, die will ich auch machen irgendwie. Bin ich early? Na gut, ich gehe hier nochmal hin, weil ich will 600 erfahren. Risa, du bist wie Lisa mit der ausgebrochen. Okay, hallo Risa. Da hast du mich. Ja, Risa, da bist du genau richtig. Ausrufezeichen YT. Viel Spaß auf dem YouTube-Kanal. Ich habe schon einige Speedruns gemacht. Also wirkliche Speedruns. Aber heute Benjo, das ist... Vielen Dank für den Follow, Risa. Weil ich sagen wollte, der Run heute... Aber wie erkläre ich das? Also du kannst bei mir mit Kanalpunkten dir ein Spiel wünschen, was ich spielen soll. Und Benjo wurde sich halt mit den Kanalpunkten quasi gekauft oder gewünscht. Und deswegen spiele ich das. Und da mache ich dann natürlich kein Speedrun, sondern einfach casual... Auf entspannt. Ja. Ja, aber um Speedrun hätte ich jetzt demnächst auch mal wieder Bock, muss ich sagen. So ein, ich wollte eigentlich Alt F4 auch Speedrun. Hab ich bisher noch nicht gemacht. Müsste ich eigentlich mal langsam in Angriff nehmen. Langsam aber sicher müsste ich das in Angriff nehmen. Jo. Bis gleich, Risa. Der Benchrun geht erst los, wenn einmal Rally ready ist. Von daher, kein Stress. Kein Stress. Wir warten, bis Amarelli fertig ist. Ich denke, wir machen heute bei Benjo die ersten 3 Welten vielleicht. Und dann beim nächsten Mal nochmal 2, 3. Und dann... Dann nochmal das Ende. Also auf ganz entspannt werden wir da durchgehen. Ja, Talent, ich bin mittlerweile echt... Drücke im Sprung. Ich kann ja nicht mal springen. Feder mache ich auch so gut wie nie. Okay, komm. Schon wieder solch was Neues. Ah, das Riesenschwert, das ist ja cool. Leider muss ich sagen. Dass der mir hier besser gefällt. Aber der macht weniger Schaden, theoretisch.
Okay, jetzt gehen wir jetzt hier raus. Beenden. Nö, bitte nicht. Findest du das ganz schlimm? Alt F4. Ja. Ich habe es ja auch nicht mehr gespielt seitdem, ne? So, Schneewittchen. Nee, Rotkäppchen. Jetzt können wir hier Erinnerungen, Ozeangedöns. Danke für den Lurk. So, rein da. Rein ins Vergnügen. Rein in die Masse. Sieht ganz cool aus. Auch wenn ich jetzt gegen mich selber kämpfen muss, finde ich das langweilig. Scheint aber so, Corvo. Ich bin völlig verwirrt, gegen mich selber zu kämpfen. Mann! Hab schon nichts mehr zu erzählen. Das war ganz komisch, ey. Wieso macht er denn die ganze Zeit nur das?
Die Iframes beim Ausweichen sind echt scheiße. Mann, wie oft ich L1 drücke, wie ein Wilder, das geht nicht. Bin jetzt voll da. Alles klar, wir versuchen auch den Boss zu machen, dann geht's rüber zu Benjo. Glückwunsch, Amarelli. Glückwunsch, das ist cool. Mann!
Hallo Lara. Corvus. Bam. Hervorragend. Herz von Odor, Herz dahin in König, Herz des Wag. Herz von Odor? Nächstes kam. Herz des Wag. So bin ich wieder. Also hier geht's jetzt durch. Aber wir beenden jetzt die Folge, Leute. 10k habe ich, will ich erstmal leveln. Erstmal leveln. Auf jeden Fall nochmal auf Leben, glaube ich. Ist das ein Stuhl? Nein. Hey, lass mich leveln. Ich kann nicht leveln irgendwie. Okay, da muss ich da wohl durch. Auch wenn ich nicht will. Oh ne, ich will jetzt nicht schon wieder gegen Boss. Ich habe 10.000 Seelen. Ja, die haben es einfach zum Herzen des Riesenwurms bringen, um sie zu aktivieren. Wenn ich jetzt nochmal kämpfen muss, bin ich sauer. 10k einfach im Müll. Der unbedingt Mod werden wollte. Skoppel. Okay, was passiert jetzt? Starke Games, Dankeschön. Als erstes war Pokémon Rot dran, das haben wir schon fertig. Danach Dark Souls, das haben wir auch schon fertig. Und jetzt wurde halt sich Benjo gewünscht. Und da müssen wir eigentlich den Commanden auch umändern. Wieder hieß. Ach, stimmt. Stimmt, ich erinnere mich. Chili-Pimmel. Das war witzig. Die Auswirkung der Hermes-Antwort breitet sich im ganzen Gericht aus. Eine unbekannte chaotische Macht begann das Land langsam zu versetzen und jetzt auf der andere Weise zu befallen. Dann hielten sich die Monster, aber ja manche Monster auf unsere Weise geheilt wurden. Die mutierten allerdings wurden zu unvorstellbar grotesken Kreaturen entstellt. Wenn die Erinnerung eigentlich alles freigeben würden. Nee, überspring nicht. Macht des Chaos. Okay, was jetzt? Nee, überspringen wollen wir nicht. Instant, ja. Also, kommt hier noch was? Ich überspring mal, oder? Ich überspring mal. Ist das die Wahrheit? Ist das die... Wo soll ich das denn wissen? Da fragt der mich? Nein. Ich kann mir vorstellen, dass das sowas von wegen ist NG plus 2 oder so. Deswegen ja oder nein. Philosophers Hill. Bist du bereit, dich zu erinnern? Ozean der Erinnerung. Ausruhen. Ja, hier, Seelentrohmenü, das wollen wir doch. Stufenaufstieg. Vitalität. Talent freischalten. Und jetzt nochmal zum Baum wahrscheinlich. Ah, jetzt geht's hier nicht rein. Scheiße, ich habe Nein gedrückt. War es falsch? Was ist jetzt hier die Aufgabe? Wenn du hier stehst, vielleicht... Ne, hier lang geht auch nicht. Vielleicht zu erinnern? Ja. Gehen. Da stand gehen. Ah ne, okay. Ich guck mal, ob da hinten Flasche irgendwie ist. Da
Habe ich es jetzt verkackt, weil ich Nein gedrückt habe? Damit ich muss jetzt nochmal Corvus besiegen, gar keinen Bock. Hä, hey, was muss ich jetzt machen? Ich gehe mal dahin. Okay, ich glaube. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Wir beenden jetzt hier die Folge, Leute. Ich weiß nicht. Wir werden beim nächsten Mal nochmal reinschauen, ob ich. Was ich jetzt. Also, weiß nicht, was ich jetzt hier machen muss. Es geht nicht weiter. Schauen wir beim nächsten Mal. Wenn euch das gefallen hat, gerne ein Like auf dem Video lassen, Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal. Haut rein.